Hey Kleiner, die zwei Fun Facts zum Gräfin-Farmen in Akt 1 auf Hölle. Die Gräfin ist auf Hölle immer Kälte- und Feuerimmun. Die Gräfin droppt den Key of Terror. Im Singleplayer-Game hat die dabei eine Chance von 1 zu 13,6 und kann sogar bis zu 3 Schlüssel auf einmal droppen. Die Gräfin hat einen normalen Drop-Pool und einen extra Runen-Drop-Pool. In diesem Runen-Drop-Pool kann sie bis zu einer Ist-Rune noch relativ gut droppen mit einer Chance von 1 zu 287. Um den Turm der Gräfin im Schwarzmorschner zu finden, lauft immer am Rand entlang im Uhrzeigersinn, denn der Turm spawnt sehr, sehr oft am Rand. Wenn ihr dann im Turm angelangt seid, lauft ihr immer aus Charakterperspektive links. Immer links abbiegen. Bedeutet, wenn ihr von unten startet in den Turm in einer Ebene, dann ist das wirklich links auf eurem Bildschirm. Wenn ihr von oben reinkommt, dann ist das Ganze rechts auf eurem Bildschirm. Aus Charakterperspektive links laufen. Auf den 5 Ebenen bis zur Gräfin gibt es dann in verschiedenen Map-Layouts noch sogenannte Super-Chests mit einem sehr guten Drop-Pool. Denkt daran auf jeden Fall auch, die mitzunehmen. Die seht ihr einmal hier und hier.